Hallo und herzlich willkommen auf der wunderschönen Map Castlenau. Du musst noch ein bisschen früher, aber ja. Du schaffst es, du wirst es schaffen. Und mit dabei wunderschön ist, und dann muss ich direkt los. Genau. Entschuldigung. Mit dabei ist mein wunderbarer Partner der Landwirtschaft, der gute Herr Knus. Grüß dich. Grüße. Wir machen direkt weiter. Letzte Folge haben wir angefangen mit unseren Restarbeiten. Heute nochmal wieder zu zweit. Das merkt man gleich, dass nicht ganz so viel geht wie zu dritt. Findige Mathematiker könnten jetzt ausrechnen, zu wie viel Prozent. Und du bist noch beim letzten Gemüse, richtig? Warte, ich kann dir, glaube ich, auch sagen, 33% weniger. Naja, ist jetzt Tobi, da müsste es dann Faktor. Ach, ist ja auch egal. So. Ja, okay, hast recht, 25% weniger. Und jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Achso, ich wollte, du machst noch Gemüse, du drillst das letzte bisschen Gemüse ein und ich... Ja, die letzte Bar, ich bin fertig. Sehr schön. Und ich bin hier am Holz zu machen. Und jetzt hier letzte Schnitzel. Saatgut. Ach, willst du schätzen, wie viel Saatgut wir verbraucht haben? Also ich war, bin bei 99% ausgestiegen. Also ich würde mal sagen, du hast noch 97. 98. War mein erster Gedanke, Mist. Aber dieses vordere Ding hätten wir uns wahrscheinlich sparen können. Ja, definitiv. Aber das ist ein Bug, oder? Das ist zu. Nee, das ist extrem wenig. Deswegen haben die auch nur so ein kleines Behältnis. Ja, macht schon Sinn, ne? Und wir modden uns das wieder aus der Hölle und. Ja, kannst du ja vielleicht als kleines Dankeschön an deinen Cousin nach Amerika den. Ja, das könnte man eigentlich machen. Der Arme, bei dem ist es aber so, der kann ja gar keine Karotten sehen. Ich weiß nicht, ob du es siehst. Ja, da war ja was. Stimmt, habe ich. Ja, sein Land wurde ja nicht geupdatet. Genau, sein. willst du die Map mal aufmachen? Ich habe da was für dich auf der 67 gemacht. Ich weiß nur nicht, ob du es siehst. Warte mal, du warst nämlich bitte keine verfassungsrechtlichen. Nee, bitte. Nein. Auf der 67, was muss ich denn? Ganz nah ranzoomen und gucken, wo es angesät ist. Und hast du über der 7 auch so ein Herz? Nee. Nein? Oder ich mache einen Screenshot und dann schicke ich dir die. Geh mal bitte aus dem Fahrzeug. Also, ja. Nee, so siehst du es nicht. Du musst auf der Map angucken. Auf der Map sehe ich es leider nicht. Wie hast du das gemacht? Was hast du hier überhaupt gemacht? Was ist denn hier los? Ja, es ist schlimm, aber dieses Feld ist auch schlimm. Hier musst du mal hinkommen. Hier ist dieses Herz. Ich weiß gar nicht, was. Oh, ich immer. Dieser Kettensäge. Nee. Ja, das. Siehst du nicht auf der Minimap? Ich habe bei mir über der 67 ein Herz. Und ich habe schon wieder die Aufnahme nicht gestartet. Naja, passt. Dann ist das aber auf jeden Fall fertig und ich fahre mal zurück. Es ist angesät, ne? Ich bin. Was los? So ungefähr. Doch. Es ist anders als. Aber deswegen ja nicht schlecht. Auch. Ja, das ist ja das, was ich meine. Das hat einfach wegen dem Winkel. Also das Ding ist, die Map hat, wie es aussieht, nur 90 Grad Winkel. Ja, aber das so heißt, komisch schräg, alles schräg irgendwie. Ja. Wie schräg? So passig zu der Kante ist es ja nicht, sondern es ist irgendwie so schräg zu den Feldkanten. Ja, aber das liegt daran, wenn du auf der Map guckst, ne? Hm? Ist ja nach oben in den Norden sind 0 Grad, dann sind rechts 90 Grad. Das heißt, wenn wir den GPS auf 90 gestellt hätten und so diagonal gefahren wären, wäre alles schön gerade. Aber dadurch, dass wir nur so und so gefahren sind oder halt 0 Grad gefahren wären oder irgendwie so, wäre alles schön gerade. Kannst du mal ganz kurz zu mir kommen? Ich bin hier hinten, ich bin der mit dem Lichtsignal. Ja. Nur weil. Komm mal her, bitte. Ja. Wo bist du? Ja, hier, neben dir. Du bist nicht also da. Sorry, okay. Fällt dir was auf? Ja, ja. Ja, aber das Ding ist, das ist genau das, was ich meine. Wir sind halt, du hast ja angefangen, hier im 40-Grad-Winkel hochzufahren.
Okay, ich hatte jetzt nur nicht gleich verstanden, warum es meine Schuld ist. Jetzt weiß ich es, dann gehe ich jetzt weiter Holz machen. So. Anfang ist, ja, okay. Ich kann es auch nochmal machen. Nein, Mensch, Quatsch. Ich mache doch nur Gag. Lass dich doch nicht ärgern von mir. Ich wollte ein bisschen... Nee, ich finde das jetzt scheiße. Was mobbst du denn nur, weil ich dick bin? Niemals. Gut. So. That escalated quickly. Ja. Ja, so. Ich bin nur froh. Nee. Wie komme ich denn zurück? Ich kenne die Wege hier noch nicht auswendig. Ach, du Heiliger. Darf ich den zurückfahren lassen oder soll ich? Klar, kannst du zurückfahren lassen, auf jeden Fall. Was nehme ich denn da als Ziel? Hof einfach. Mhm. Sag mal, spielst du auf deiner... Ich vergesse immer, wie der Name heißt, der Map. Hör auf, das darfst du nicht ansprechen. Ich habe heute eine WhatsApp gespielt bekommen von einem Mitspieler. Ich sag ganze Zeit Osterrade, falls du die meinst. Ja, du meinst ja, diese, ja. Ja. Und die heißt Ostenwalde. Genau, Ostenwalde, genau. Genau, ja. Ist das eine Vierfach oder eine 16-fach? Ja. Eine Vierfach, ne? Aber spielst du da ohne Cosplay? Ja. Okay. Hast mir auch gefallen. Du spielst mit dem Standardhelfer, ne? Leider ja. Also es ist so, ich spiele da ja mit, ne? Also es ist nicht mein Server, sondern es ist ein Server von einem Freund, einem befreundeten Bäcker und meinem Ex-Mitarbeiter so. Ist das die Map und... Ach du, Achtung, dir kommt da gleich einer entgegen. Mhm, ich fahr schon, ja, ist schon ein... Französisch, okay. Ich spiele damit und er spielt absolut kein Cosplay und kein Autodrive. Wir hatten Autodrive bei der letzten Map einmal mit dran. Moin. Moin. Und da ist das nicht so gut gegangen und deswegen. Also ich habe ja die Folge gesehen und ich musste sagen, dass das für die, also Cosplay kann natürlich mehr, aber für ja. So diese Fläche machen. Geht ja. Der ja absolut der Giants-Helfer. Aber ohne Autodrive finde ich bei einer Vierfachkarte schon auch. Boah. Naja, es ist eine. Also ich bin auch absolut kein Fan davon, muss ich sagen. Alter, wie rast denn der hier? Ja, das ist. Er spielt halt so und samstagsabend so mit Freunden spielen ist auch ganz cool, deswegen spiele ich da mit und weil ich so das spiele, mache ich da Folgen. Ne? Aber ich. Ich bin auch ganz Zeit dafür, an ihn zu bequatschen. Ich so, lass uns doch mit dem spielen. Aber nee, er möchte das nicht. Ja, und deswegen bin ich so gespannt auf den neuen Helfer. Ja, das jetzt erklärt sich's dann auch. Pavel, du kannst mal raten, ich habe einen Anhänger voller Fichtenstämme. Stehe jetzt über dem Verkaufstrigger. Was denkst du? Willst du mal hierher kommen, damit du es dir angucken kannst in Gänze? Ja. Ein Anhänger voller Fichtenstämme, die ungefähr 6 Meter sind. Ich habe mir ja. Mühe gegeben, ja. 8.430 Euro. Das ist ein sehr guter Tipp. Ich wäre bei 7,5. Ich gehe also leicht runter. Ich verkaufe. Okay. Na, das ist die Richtung, die mir gefällt. So, und wo wir gerade hier sind, können wir ja tatsächlich mal gucken. Also das Sägewerk, wenn wir es dann kaufen würden, was ja Sinn macht. Ach nee, hier, ja. Moment mal. Gibt's da noch einen? Komm her, ich zeig dir mal hier. Hier, Chef, hier will einer mit dir reden, der hat Interesse. Ah, da. Warte mal, und was ist das hier hinten noch? Was ist das? Achso, das... Ah, okay, Entschuldigung, das ist vielleicht das Sägewerk und das ist dann die Verarbeitung? Weiß ich nicht. Ja, komm mal her, guck dir mal an. Jo. So habe ich auch geguckt. Was ist da denn kaputt, Alter? Was ist das? Schreinerei 80. Heißt das, wir brauchen für die Schreinerei die Bretter und um Bretter zu erstellen, erst das Sägewerk? Was ist das denn? Was kostet denn das Standardsägewerk? Ich will nur mal gucken. Aus Interesse. Oh, jetzt ruckelt es hier aber wie irre. Weil ich hier nicht auf der Säge sein darf? Oder das Standardsägewerk kostet 56.000. Deswegen bin ich von einem sehr viel geringeren Preis ausgegangen. Vielleicht etwas mehr, aber. Aber die anderen Sachen sind ja auch so, die Ölmühle und so kosten auch so ungefähr zwischen 50.000 und 80.000 und die Schneiderei auch. Deswegen, mich wundert das gerade total, wieso kostet das 1 Million? Hat er vielleicht viel Durchsatz hier? Weiß ich nicht. Ich sag mal so, bis wir 1 Million zusammen andauern, das ist aber noch ein Moment, ne?
Vielleicht sollte man. Boah, dieser Bär geht mir auf die Nerven, ich gehe woanders. Was muss denn noch gemacht werden? Das ist eine ziemlich gute Frage. Wir könnten die Felder, also die, wir haben immer noch das Heu müsste in den Heuboden. Wir müssten die Felder striegeln und dann müsstest du mit deiner Precision Farming Erfahrung nochmal gucken, auf welches Feld noch irgendwas drauf muss. Also auf die Karotten kann schon auf jeden Fall Dünger oder irgendwie sowas drauf. Das können wir auch sehr, sehr gerne machen. Ich würde einfach noch einen zweiten Anhänger Holz machen, damit wir so ein bisschen wenigstens Mach wieder was haben. Und dann würde ich irgendwie, glaube ich, das Gras reinholen. Und was ist hier mit dem Ding hier? Müssen wir hier noch was machen? 6750, Stickstoff 85. Das Feld 63, 62. Kannst du mal schauen, ist das okay? Guck mal, gibt's ja auch. Du weißt, wenn du da. Das sagt er dir, ne? Weißt du. Wenn ich auf dem Feld. Auf dem Feld stehe? Genau. Dann sagt er dir hier Stickstoff. Na, für Stickstoff sagt er mir nicht den Zielwert, deswegen habe ich gefragt. Was ist denn da drauf? 80. Aber nichts, da ist ja gar nichts drauf. Ach so, deswegen gibt es auch keinen Zielwert, ja? Deswegen gibt es keinen Zielwert. Was wollte man hier drauf machen? Ach so, hier müssen wir. Warte mal. Ja, das. Sorghum hier so, ne? Da war doch schon letztes Mal drüber gesprochen. Weil ich dann vielleicht das wäre eine ziemlich gute Idee. Hänger den Gemüse sehr abkuppeln, ansehen, dass der Helfer das macht. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Dann machen wir das. In Fahrzeug einsteigen. Wie kann ich nochmal hier. Ach, da. Ich wollte gerade sagen. Ich habe schon so lange nicht mit Outcraft gespielt, dass ich nicht wusste, wie ich das abbreche. Ich stelle das irgendwo unter da, ne? Irgendwo, wir haben keinen festen Platz. Oh. Ich guck mal, wo ich das hinbekomme. Ich meine, ich freue mich schon so auf das Mohrrüben-Ernten. Das ist doch cool. Einer fährt mit diesen Zweireiher durch die Gegend, der andere kann die Paletten aufladen. Ich stapel das auch gerne weg. Stapelst du gerne im LS? Nee. Echt nicht? Ja, ich find's großartig. Habe ich dir schon mal die Geschichte erzählt, dass man relativ wenig vorne sieht, wenn man mit einem Frontlader fährt? Ja, ich sehe auch relativ wenig, wenn ich hier versuche rückwärts an einem Frontlader vorbei. Oh, jetzt bin ich an den. Eieieiei. Ja, ich auch. Warte mal, jetzt gucke ich nochmal schnell. Ist das komisch, wenn an der Balken- und Sämaschine für Gemüse ein Frontlader plötzlich dranhängt? Ich habe die Frage habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. So. Ne, ich habe hier ein bisschen was komisch gemacht und ich habe. Hier steht so ein Frontlader einfach im Weg bei einer Einfahrt. Das nervt. So. Jetzt versuchen wir das so abzukuppeln, dass es Sinn macht. Kann ich beides auf einmal abkuppeln? Wie es aussieht, gar nichts abkuppeln. Muss ich einzeln? Soll ich mal vorbeikommen? Ich weiß nicht, was du hier willst. Du kannst vorbeikommen, das bringt gar nichts. Okay. Manuelles Abkuppeln. Sorry, ich denke ganz einfach, wieso kriege ich das nicht ab? So. Oh, wo bin ich denn jetzt? Ach so, hier. Easy. First try? Ja, manuelles Abkuppeln haben wir hier drauf. Wusstest du das nicht? Leider das nicht? Nee, das habe ich nicht gewusst. Das ist neu, ne? Ich kaufe immer einen neuen Trecker, wenn ich ein neues Werkzeug brauche. Ja, ich habe auch so. Das ist so mein Ziel für jedes Werkzeug, einen Trecker. Ja, genau. Ist es wirklich, oder? Ich finde schon. So long, das ist schon long cool, aber es macht gar keinen Sinn. Nee, ist richtig. Aber schon eigentlich für jede Saison. Genügend Trecker für die Werkzeuge. Das ist eigentlich. Das ist cool. Das, ne? Früher, das heißt Dünger und Sämaschine, ein Trecker. Und dann irgendwie irgendwann grubbern und Flug, ein Trecker. Weil. Dimba! Ja. 12.000 pro Anhänger, okay. Ich habe umgemacht 4 Bäume. Hier Bäume 12.000. Ist schon okay. Sammelst du die da von der Straße, die Dinger mal?
Oder was machst du? Nee, ich bin hier an die. Ich habe an der einen Ecke hier mal sehr viele Setzlinge ausgebracht und die sind alle groß. Da, ich nicht ewig diese Dekobäume zwischen. Das ist hier alles nur Fichte. Forschpartner erst herunterlassen, okay. Ne? Oh, also jetzt habe ich es auf Feed umgestellt. Ja gut, wie denn? Saatgut da dran lassen hätte können. Ja. Ach, 18 Fuß. So viel. Wolltest du die Zeit vielleicht mal auf 1 setzen? Weil wenn wir noch ein bisschen was zu tun haben. Ja. Und es ist 16 Uhr, ich weiß nicht, wann es hier dunkel wird. Ich mach mal halb, weil es ist ja erst April. Jetzt muss ich das, habe ich das hier auch. Habe ich ein bisschen Angst, dass wir im Dunkeln arbeiten, ne? Im Dunkeln noch arbeiten müssen. Zwei Männer, die sich im Dunkeln rumtreiben, das gibt nicht viele Klicks. Ich lache immer noch über deinen TikTok. Oh. Absolut. Absolut super. Lustig auch, ne, dass ich heute auf dein Profil gehe und du das quasi seit kurzem erst drauf hast. Das ist auch. Ja. Manchmal ist es schon ein bisschen merkwürdig. Wahrscheinlich bist du immer auf TikTok und ich wurde dir jetzt heute mal vorgeschlagen, weil ich da irgendwie so ein halbvirales Ding habe. Achso, wo haben wir denn Front gewählt? Ich hätte ja auch eigentlich das Saatgut vorne dran lassen können auf diese Maschine, ne? Ja, theoretisch. Hol ich mir das gleich vielleicht. Ich weiß nicht, wie viel Sorghum hier so verbraucht. Aber ich auf jeden Fall mehr als Karotte, denn Karotte verbraucht ja gar nichts. Wofür nutzt du eigentlich Sorghumhirse? Das hatte Tobi sich gewünscht. Okay. Also ich habe da gar keinen, also ich habe immer Hafer gemacht, weil es gefühlt am meisten bringt und hatte nur den Wunsch, dass wir nicht wieder Hafer machen. Mhm. Aber wir können gern alles andere machen. Es ist was brauchst du denn für die Hühner? Da kannst du ja auch Sorghum nutzen, ne? Also das ist, ich weiß nicht. Immer so, was brauche ich für die Tiere, die ich habe, und das pflanze ich dann an. Ja, das sind irgendwie französische Modelhühner, die verbrauchen 4 Körner pro Jahr. Also ich habe einmal Weizen gemacht in Jahr 1 und davon zehren die immer noch. Vielleicht nehme sie auch Froschschenkel aus dem Teich. Kann schon sein. Wobei die Hühner wohnen ja bei mir hier in der Werkstatt. Du hast ja ziemlich viel, glaube ich, am Anfang davon, oder ich weiß nicht, ob du es jetzt noch schaffst. Ich habe die ja irgendwie mal 8 Folgen lang gesucht, die Hühner. Oder wenn das mal reicht, wahrscheinlich sind es 10 oder so gewesen. Hast du echt die Eier gesucht? Wo die spawnen? Ja, genau, wo die spawnen, genau. Siehst du? Ja. Die spawnen in einer Garage, das macht überhaupt keinen Sinn. Oh. Mal eine schöne Holzfolge hier. Was hat's in der letzten Folge? Hat's auch schon Holz, ne? Ja, da habe ich erst noch Gras gemacht und. Achso. Das hätte ich gedacht, hätten wir auch tauschen können. Ne? Möchtest du tauschen? Nee, mir ist das völlig. Können wir gerne machen, du. Können wir sehr gerne machen. Dann bereite das doch so vor und schmeiß den Helfer an und dann striegel ich. Wenn du einverstanden bist. Na klar, ne, dass du dann halt doch was anderes zeigst. Das ist kein Problem. Ich kann quasi an jedem Gerät Unfug treiben. So. Ich weiß gar nicht, ob er zu der Sämaschine das jetzt auch übernimmt. Sind ja jetzt keine Schlauchverbindungen oder sowas, ne? Nee. Ich hab's trotzdem. Ah, aber ich muss die anheben vorne. Irgendwelche Elektrik oder so. Oh nein, nicht schon wieder. Gut abgefangen. Nice. War Tobi im Chat gekommen? Ja. Ich hab grad so ein Discord-Ding gehört. Du auch? Nee. Nee? Okay. Grad mal geguckt. Nee. Okay. Nee, gut. Leider nicht. So. Striegeln. So. Ja, wahrscheinlich dann mit dem Fendt. Da. Der Fendt fährt führt. Deine Lieblingstreckermarke? Boah, gar nicht. Also, boah, ist mir echt völlig latz. Ich finde
so viele so cool. Also rein optisch finde ich wirklich den Deutz Warrior am geilsten. Das stimmt. In dem Schwarzen. Also das, ja. Und der ist. Den finde ich da wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Ich habe für mich so ein bisschen überlegt, ob ich. Also, ich habe so Top 3, die ich eigentlich fast immer fahre. Ne? Also, es ist eigentlich Fendt, Klaas und John Deere. Aber ich habe für mich wirklich überlegt, jetzt im neuen LS mal bewusst auf die anderen Marken zu gehen. Case, Kubota, ja, und natürlich auch Deutz, weil ich die auch sehr cool finde. Um einfach mal diese ganzen Sachen auch mal auszuprobieren. Weil irgendwie erwischt man sich immer, also ich kaufe immer den 515C hier, den ich gerade fahre. Immer. Ja. Ja. Und wahrscheinlich ist es, also ich glaube gerade Kubota, also die sind hier bei uns in der Gegend total aufgeploppt. Die machen, glaube ich, durchaus ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, könnte ich mir vorstellen. Weiß aber nicht, ob die gut oder schlecht sind, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Habe ich auch keine Ahnung. Dings hier hat ja einen, ne? Wie heißt der? Fabi von hinten, 88. Ein Kubota? Mhm. Hat er relativ. Ach, Scheißverkehr. Schöner Verkehr. 62 Feld ist das, ne? Ich kann den da hinfahren lassen und starten lassen, oder? Ja, da ist kein Punkt, aber. Da, oh, also, 62 ist ein Punkt. Ja, dann fährt er nur andersrum, musst du wissen, der. Ah, okay, mit den Autos, weil die mit kommen den Autos, genau, entgegen, habe ich mir gedacht. Dann stelle ich ihn mir gleich so hin, dann habe ich die Autos geblockt, fahre ich hin und gleich Crossplay rein, Kurs habe ich reingeladen. Und dann hoffe ich, dass er das gut macht. Ich habe die richtige Saat ausgewählt. Du musst auf jeden Fall 2 oder 3 Vorgewände machen. Ich habe 4 gemacht. Und noch besser, weil das die Bäume stehen sehr, sehr eng. Gut. Sorghumhäuser habe ich ausgewählt. Alles klar. Dann kann ich jetzt, wenn du willst, weiter Holz machen. Jo, bin schon im Striegler. Bin schon im Striegler. Und der Holzwagen steht wo? Direkt bei den abzuholzenden Bäumen, der 4755. Jo. Komm, ich stehe direkt mal vorbei. Ja, Moment. Okay. Achso, der ist schon voll beladen. Ja, weiß ich nicht. Ja, kannst du entweder verkaufen oder machst noch einen. Ich habe jetzt einfach mittendrin abgebrochen. Okay. Ah, es gab jetzt auch letztens beim Modhub, habe ich gesehen, so ein. Ach, hier sind ja noch. Ah, nee, das sind die Stämme. Ach du Scheiße, hast du hier eingesetzt, ja. Ja, das war gleich nicht so genial. Müssen wir auch mal ein bisschen wegmachen, ne? Jo. Bei Gelegenheit. So, was fehlt jetzt hier? Wieso kann ich das nicht ausklappen? Was habe ich letztens gesehen? In dieser. Gibt ja diese Sägeteile, wie heißen die? Nicht Vollernte, aber so als Dreipunktangurt. So, ach Mensch, ich komme jetzt nicht drauf, wie das heißt. Wie so ein Vollernter, nur dass du es angurten kannst an Träger. Ehrlich? Das kenne ich nicht. Das finde ich immer ganz geil. Weil dann brauchst du nicht so viel Geld, die kosten dann 80.000, 90.000. Du kannst direkt auch länger und alles so machen. Hier, kennst du diesen. Warte mal, da muss ich hier gucken. Unter Forstmaschinen, da gibt es doch auch diesen super coolen. Warte mal, genau diesen Kotschenreuter K300R Gen 2. Der sieht auch so cool aus. Den hätte ich auch total gern. Aber der kostet auch 420. Fahrzeuge, genau, Forstmaschinen. Aha. Dann relativ weit nach rechts. Kutschenreuter K300R Gen 2. Ah, der ist bei uns gerade. Der ist bei mir auf der anderen Map gerade im Angebot. Ein cooles Teil. Auch mal gecheckt, was es hier so gibt. Oder guckst du da gar nicht so? Doch, total. Ich habe sogar eine Mod drauf, dass ich mehr Angebote kriege. Was ist das denn hier? Funktioniert das bei dir? Mhm. In der XML? Musst du da ja was einstellen, ne? Mhm. Also ich habe eine Mod dafür, in der du das aber auch nochmal justieren kannst. Kann ich dir schicken, wenn du möchtest. Also ich habe, ja, müsstest ja sehen, also normal hast du ja, wie viel hast du ansonsten an Angeboten? Ich weiß nicht mehr, aber hier sind es, glaube ich, ich habe, glaube ich, 10 eingestellt, nee, 11 oder so. Und ich habe auch eingestellt, dass nicht immer nur die niedrigste Ausstattung genommen wird. Zwar häufig, also das ist häufiger, dass die
niedrigste genommen wird, sondern dass auch mal eine Hochmotorisierung drin sein kann oder mehr mit Sonderausstattung. Das war früher, glaube ich, auch nicht. Okay. Weißt du aus dem Kopf, wie ich die, den Zollstock hier anmache? Linke Alt-Taste, rechte Maustaste. Du musst F1-Menü aufmachen. Dann guckst du auf den Stamm, dann drückst du Alt-Rechtsklick. Dann startet er, setzt er den Nullpunkt. Und wenn du das dann quasi nochmal machst, kannst du es dann resetten. Also ich schätze mal, du kannst auch so ein bisschen über 6 Meter machen. Also 6 Meter hast du eigentlich, also ich würde sagen, da passen mindestens 7,5 drauf oder so. Striegeln hat auch sowas Meditatives. Wer? Striegeln. Ja. Es gibt so eine Mod. Die nennt sich irgendwie was. Oh, lass mich lügen. Die nennt sich irgendwie der Holzfäller. Und da kannst du mit einem. Da zeigt er dir das immer einfach im F1-Menü an, die Länge. Mhm. Und du kannst zum Beispiel Superstärke mit irgendwie zweimal Alt hintereinander drücken, immer aktivieren. Musst nicht ins Dev-Tool. Ah, cool. Oder du kannst ja auch im Escape-Menü einstellen, bis wie viel Kilo du ohne Superstärke heben kannst und so weiter. Und auch mit wie viel Kilo du mit Superstärke heben kannst. Das ist eigentlich ganz praktisch. Also kannst du zumindest ein paar mehr Sachen dir einstellen, was weiß ich hier, so die Big Packs, was weiß ich, mit einer Tonne, aber nicht Fahrzeuge oder so. Ja, genau. Ja, cool. Es gibt echt für alles Mods, ne? Du als Giants-Partner, hat man irgendwas gesagt, wird es schwer sein, die Mods zu konvertieren? Kennst du da irgendwelche Infos? Es soll einfacher sein. Aber es war auf der Farmcon, da war ich nicht da. Da wurde ja ein extra Tag für die Modder gegeben, so, ne, wo das denen erklärt wird. Und so, ich weiß gar nicht, ob die was online davon haben. Also es soll einfacher sein. Okay, cool. Oh je. Di. Und plant ihr dann mit eurer quasi Real Life Gang dann auch in den LS25 umzuziehen, oder? Ja. Und das ist jetzt also. Das ist jetzt die letzte Map, die gespielt wird. Ich bin da so ein bisschen zugestoßen. Eigentlich wollte ich das nicht, weil ich eigentlich keine Zeit habe. Zum Beispiel die Hofbergmann bei mir leidet komplett darunter. Weil ich einfach dazu dann keine Zeit mehr habe. Ich habe einfach nicht so viel Zeit. Ich habe jetzt die Hofbergmann zum Beispiel nicht auf den aktuellsten Stand gebracht und spiele die aktuell auch nicht, weil ich jetzt das mache. Das ist ein Server. Der läuft 2 Tage im Monat, der läuft aber durch. Das wollte ich dich nämlich gerade fragen, wie ihr das macht. Und das ist etwas, was ich so noch nie gemacht habe. Aber es hat diesen Tamagotchi-Effekt von früher, dass man so eine richtige Sucht kriegt, dass man da reingucken muss und versucht, was zu machen und so. Ist schon ganz cool, weil du auch. Ja, also es ist auch anstrengend, muss ich sagen, ne? Vor allem, wenn du nicht so viel Zeit hast. Aber es ist schon cool, weil du einen anderen Spielziel dadurch entwickelst. Dazu passt ja dann fast ohne Cosplay und Autodrive, oder? Weil sonst kommt es ja wahrscheinlich auch, ist das alles mit den Helfern in einer Stunde durch? Ja und nein. Ich finde. Vor allem, also wir haben ab und zu am Wochenende mal Zeit zusammenzuspielen. Aber so eine Sachen wie Hexen zum Beispiel, ne? Wenn du in der Woche und die anderen haben keine Zeit. Na gut, das ist keine Chance. Ja, das ist nervig. Also es geht schon, auch mit Standardhelfern, ne? Aber
ersten zwei Vorgewände musst du dir einen Hänger hinten dran klemmen und so. Und dann musst du das so machen. Sägewerk ist da unten auch, ne? Bei dem 6261, wo du vorhin warst. So, ich guck mir auch einfach mal an, wie der das da macht, aber der hat irgendwie jetzt erst angefangen. Also der hat wohl ja, der hing, ich habe ihn gerade losgestellt. Der hing an dem Baum. Das ist das Problem, der konnte den ersten Punkt nicht anfahren. Hier müssen wir wirklich mal aufräumen, hier liegt alles voller Dekobaum. Uiuiui. Gut, apropos anfangen, wir müssen schon wieder aufhören. Pavel, die Folge ist rum. Vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bitte checkt die Kanäle ab, die in der Videobeschreibung drin sind, von Pavel und auch von Tobi. Lasst mal ein Abo da, guckt mal durch die Videos und da findet ihr sehr viel guten Content. Kann ich bestätigen, gucke ich selber auch. Und Pavel, die letzten Worte dieser Folge gehören dir. Ich finde, ihr solltet auch einen dicken, fetten Daumen, am besten dreimal, hier dem Video geben. Weil der liebe McCracken das voll verdient hat und hier einen sehr guten Job macht auf seinen beiden Maps und uns hierzu eingeladen hat. Macht sehr, sehr viel Spaß. Vielen lieben Dank. Und ihr kommentiert auch ganz toll. Auch danke für euren Kommentar bis jetzt hier immer drunter. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.